Hallo, wisst ihr, wie das heißt? Nein, das ist nicht schlimm. Das erkläre ich euch heute und noch allgemeine mathematische Begriffe. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute reden wir über allgemeine mathematische Begriffe. Wir fangen an mit diesem Zeichen. Es heißt Wurzel, die Wurzel. Und zum Beispiel ist die Wurzel aus 9 die 3. Dann geht es weiter mit Pi, also 3,14 bop, bop, bop und so weiter. Dann haben wir die Potenzen, zum Beispiel 9 hoch 7 oder 10 hoch 2. Da sagt man aber 10 zum Quadrat, wenn eine 2 oben steht. Dann haben wir die Buchstaben. Im mathematischen Zusammenhang sind es die Variablen. Also A, B, C sind die Variablen. Dann haben wir die Klammer auf und Klammer zu. Die heißen so beide. Und zum Beispiel das Komma. Das werdet ihr ganz oft benutzen. Dann gibt es noch die binomischen Formeln. Davon gibt es 3 Stück. Ich sage euch jetzt eine, damit ihr wisst, wie das ausgesprochen wird. Los geht's. Klammer auf, a plus b, Klammer zu, hoch 2 oder zum Quadrat, ist gleich a hoch 2 plus 2ab plus b hoch 2. Und dann gibt es noch die Brüche oder den Bruch. Zum Beispiel ein halb. Die 1 ist der Zähler und die 2 ist der Nenner. Und jetzt Geometrie und allgemeine geometrische Begriffe. Wir fangen an mit dem Satz des Pythagoras. Der ist ganz wichtig. Er lautet: a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Also Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ist gleich Hypotenuse zum Quadrat. Dann gibt es noch den Begriff zweidimensional oder dreidimensional, also 2D oder 3D wie im Kino. Dann gibt es zum Beispiel den Kreis oder das Dreieck, das Viereck, das Quadrat, die Kugel, die Pyramide, der Zylinder, der Würfel, der Radius, der Durchmesser, das Volumen. Und weitere allgemeine Begriffe sind zum Beispiel Logarithmus, wird abgekürzt mit LOG. Dann haben wir die Prozente, also zum Beispiel 10% von 100 ist gleich 10. Die 10% sind der Prozentsatz, die 100 ist der Grundwert und die 10 ist der Prozentwert. Achtung, bei Tausendern macht ihr einen Punkt. Also zum Beispiel bei 10.000 macht ihr nach der 10 einen Punkt. Und ein Komma macht ihr bei allem, was Dezimalstellen hat. Also zum Beispiel 0,5 Apfel ist ein halber Apfel. Dann die Parabel, das Koordinatensystem. Die Ordinate ist die Y-Achse und die Abszisse ist die X-Achse. Und dann haben wir noch den Taschenrechner. Ich zeige es euch. Das ist der Taschenrechner, weil der in die Tasche passt, vielleicht. Und das ist ein Lineal. Und zwar sieht das hier so aus, mit 1 cm, 2 und so weiter. Und jetzt noch ein kleiner Insider für euch. Gebt doch mal in den Taschenrechner 73533 ein und dreht ihn um. Da erscheint dann das Wort
Esel, also das Tier. Wir finden das alle lustig. Ich weiß nicht warum. Das ist aber eine ganz, ganz deutsche Sache mit einem Taschenrechner. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es war sehr schön. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und abonniert gerne den Kanal, teilt die Videos, schickt es an alle, die ihr kennt. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.